Der Präsident der Hochschule für Musik und Theater, Bernd Redmann, gemeinsam mit dem koreanischen Nachwuchstenor Sung Min Song bei der Vorstellung des neuen Münchner Klassikfestivals Stars and Rising Stars werden mit dabei sein, wenn junge Nachwuchskünstler mit den Spitzenstars auftreten und die Münchner begeistern sollen. Dann wollen wir aber auch und haben das so mit den Stars verabredet, dass die sich um ihre Jungen auch weiterhin kümmern. Also vielleicht noch weiter Konzerte miteinander machen. Und die Stars werden die Jungen auch beraten in ihrer Karriere. Was sind gute Züge, die sie machen können in der Programmauswahl, in der Präsentation? Wo sollten sie auftreten, mit wem? Das ist einfach das Mentoring, das wir auch mit dem Festival bewirken wollen. Ziel ist es, auch die jungen Münchner in die Konzertsäle zu locken. Durch Eintrittspreise wie im Kino oder spannende Veranstaltungsorte. Klassik rockt den Landtag. Keineswegs eine paradoxe Kombination, meinen die Macher. Meistens sind es kleinere Säle, in denen wir spielen. Das heißt, man ist sehr nah dran an den Stars und auch an den Jungen. Und es sind ungewöhnliche Säle, zum Beispiel das Freiheits- oder das Technikum im Werksviertel. Da wird ja normalerweise andere Musik gespielt, da sind Partys, Pop-Rock-Musik. Und wir haben als anderen ungewöhnlichen Ort den Festsaal im Hofbräuhaus. Es ist ein Versuch, junge Menschen dort abzuholen, wo sie sind, damit sie sich nicht umziehen müssen und in Schale werfen. Neben Stars wie zum Beispiel Cecilia Bartoli, Lisa Batiashvili oder Moika Erdmann erwartet die Stadt Nachwuchsstars aus und um München herum. Das Konzert im Bayerischen Landtag mit der Klasse von Anna Tschumatschenko geben, die hier am Hause als Violinprofessorin ja eine Legende ist. Und die wird mit 4 ihrer jungen Studenten auftreten. Es gibt tolle junge Pianisten, 2 kommen aus New York. Einer ist bei der Lang-Lang-Stiftung gewesen, 2 Jahre lang. Chinesen, Russen, gibt eine wunderbare Sängerin aus Ägypten, die an der Meilen der Skala ausgebildet ist. Stars and Rising Stars, das neue Klassikfestival für München. Nach dem Auftakt am 1. Mai mit Cecilia Bartoli geht es dann vom 20. bis 28. Mai mit den musikalischen Begegnungen zwischen Stars und Jungstars weiter.